ich euch recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Heute haben wir Booster Tin Nummer 3 am Start. The Entertainer's Showman. 3 limitierte Auflagen gibt es wieder. Ein paar Insatz. Und ich hoffe vielleicht auch eine schöne Club 100 Karte oder so. Wir gehen rein. Booster Tin Nummer 3. Booster Tin 1 und 2 gab es schon auf meinem YouTube-Kanal. Also gerne auschecken. Und wir gehen rein. Und ich habe mal wieder Besuch auf meinem Schoß. Von Medusa und Hera. Hera hat gerade keine Lust, Hera beschäftigt sich mit den leeren Tindosen. Wir gehen rein. Wir gehen rein, das sind die Limis. Und wir starten mit den Basekarten. Nicolo Barella Inter Mailand. Dann haben wir Erdem Muricic von Lazio. Justin Bilio, Feyenoord, Johan Bakayoko, Eindhoven, Cherki von Lyon, Subelia von Sociedad, O'Reilly von Celtic, Gregor Kobel, Joe Gomez, Rodrigo de Paul, Ugarte von PSG, Luis Openda, Kevin De Bruyne, West McKennie, Patrick Schick, Jules Koundé, Brennan Johnson, Leon Goretzka, William Saliba und dann geht's rein in die Insatz. Wir starten heute mit der Legend Vintage Vibes von Gianfranco Zola, Chelsea, London. Sehr, sehr geil. Gefolgt von Vicario, Man of the Match, Signature Style. Oh, noch eine Legend von Gianluigi, GG. Legend Buffon, sehr, 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 sehr nice von Juventus Turin. Dann haben wir David Alaba von Real. Carmada, AC Milan. Der FC Liverpool als Crystal. Lewis Ferguson von Bologna. Tottenham Logo. Wappa, Oyarzabal von Sociedad. Und dann geht's rein in die drei Limis. Puh, und wir starten mit Leroy Sané für den FC Bayern München. Sehr, sehr schicke erste Karte. Gefolgt von Rodrigo für die Königlichen. Und die letzte Karte ist Alejandro Garnacho, Manchester United. Das war Mini-Tin Nummer 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und ja, viel Spaß. Tschüss.